Hallo? Jemand da? Ich glaube, es geht schon los. Marlin? Ja, klar. Ihr wolltet sie, hier ist sie. Die zweite Staffel von WDL Kids TV. Und heute geht es um Stars. Und warum das für einige so wichtig ist. Hm. Alex zeigt uns, wie abgefahren aktuell die Bibel ist. Und wir haben sogar zwei Special Guests dabei. Und die gehen in der Social Media Welt richtig ab. Na? Mädels. Timo, alles klar bei dir? Klar, Schätzchen. Aber du siehst schon ein bisschen übertrieben aus, oder? Gut. Ich dachte, heute geht es um Superstars. Ja, schon, aber du bist kein Superstar. Jetzt zieh dir mal was Ordentliches an. Na, geht doch. Besser. Naja, aber das mit den Stars stimmt schon. Denn wir wollen uns heute mal die Frage stellen. Was denn Gott über Stars? Vielleicht hast du auch schon mal davon geträumt, ein Superstar zu sein. Jeder erkennt dich und du führst ein aufregendes Leben. Ja, oder du bewunderst die Influencer auf Instagram und YouTube. Oder, Marlin? Genau deswegen haben wir heute zwei Special Guests eingeladen. Und die sind ganz schön bekannt in der Social-Media-Welt. Sie sind Influencer und haben auf ihren Videos mega viele Klicks. Mega stark, schön, dass ihr hier seid. Johannes, Philipp, herzlich willkommen hier bei Kids TV. Ja, wir haben ja gerade schon in dem Video so ein bisschen gesehen, was ihr so macht. Ist ja echt krass. Also, seit wann macht ihr das denn jetzt schon so? Ich glaube, wir haben so vor 4,5 Jahren angefangen, fast 5 Jahren jetzt. Da wollten wir so nach der Schule einfach alles machen, wozu wir sonst keine Zeit hatten, sonst so ganze Kindheitsträume. Ihr macht ja vor allem YouTube, richtig? Und da schauen euch mittlerweile Millionen von Menschen zu. Aber euer Name ist ja Real Life, also echtes Leben. Wie passt dieses echtes Leben mit der Online-Welt zusammen? Das ist schon so ein kleiner Widerspruch, wenn man das so hört. Aber wir wollen ja eigentlich die Leute erreichen, die viel vom Computer sitzen, vielleicht viele YouTube-Videos angucken und die rausbringen. Und ich glaube, dass wir die nur über diese Bühne halt erreichen können. Mhm. Und wir hoffen natürlich, dass sie, wenn sie ein Video gesehen haben, direkt so motiviert sind, dass sie den PC ausschalten und dann rausgehen. Perfekt. Cool. Ihr habt ja über 1 Million Abonnenten und wart jetzt in den letzten Jahren in wirklich vielen TV-Shows. Fühlt ihr euch jetzt wirklich als Stars? Nee, würde ich jetzt nicht so sagen. Also es gibt immer wieder Leute, die es so zu einem sagen oder die schreiben hier die YouTube-Stars. Aber ich finde, keine Ahnung, wir sind genauso Menschen wie andere auch und ich fühle mich jetzt nicht so wirklich so. Okay. Es ist ja auch so, dass wir öfter auf der Straße irgendwie angesprochen werden. Aber ich finde, das Schöne dabei ist eher so, dass man sieht, okay, dass wir irgendwie Leute motivieren, rauszugehen, die dann von eigenen Baumhäusern oder so erzählen. Aber einfach so dieses Kamera ins Gesicht klatschen oder sowas, das gibt einem nicht so viel, da fühlt man sich eher so wie im Zoo. Also ich stelle es mir voll cool vor, wenn jemand einem auf der Straße anspricht. Jetzt seid ihr ja nicht nur bekannte YouTuber, sondern auch gläubige Christen. Und seit einiger Zeit erzählt ihr auch häufiger in Videos davon. Warum? Und warum ist euch das so wichtig? Ich glaube, angefangen hatten wir jetzt vor allem wegen der Erkrankung von Philipp, wo wir einfach so gemerkt haben, was für eine krasse Hoffnung uns das gibt und dass es ganz viele Menschen gibt, die ein ähnliches Problem haben und die diese Hoffnung nicht haben. Und von daher finde ich, ist es eigentlich so das Beste und das Schönste im Leben, das dann auch weiterzugeben. Und auch generell, selbst wenn man jetzt nicht krank ist, denke ich, ist die Botschaft von Jesus so die beste Botschaft, die es gibt. Von daher, das stimmt. Warum nicht weitersagen? Super, vielen Dank. In euren Videos baut ihr ja ganz viel, deswegen werden wir mit euch gleich auch nochmal was bauen. Ja, und ihr dürft gespannt sein. Cut. Super. Vielen Dank. Perfekt. Danke, Jungs. Also, wir machen 10 Minuten Pause. Okay? Ich brauche dringend Kaffee. Perfekt, denn ich muss mal auf die Toilette. Ich komme mit. Mann. Mädels. Ja.
Ich find's mega, dass die Real Life Guys heute da sind. Ja, schon. Das muss ich gleich mal auf Insta posten. Hey, musst du gleich immer alles posten? Was dagegen? Ja. Wieso? Ist doch voll lustig. Lustig? Du hast doch nichts anderes mehr im Kopf. Fällt dir das überhaupt auf? Du bist doch nur neidisch. Ja, natürlich nicht. Schau mal, ich habe fast 250 Likes auf mein letztes Bild. Wow, du bist ein Star. Was soll das denn jetzt? Ist ja schon gut. Boah, ist ja schon mega krass, aber ist es nicht auch voll stressig? Ich meine, wenn die Videos so aufwendig sind und man immer was Cooles machen muss. Ja, wird schon irgendwann so zur Arbeit, aber ist ja auch so von unser Hobby. Also von daher macht es uns mega Spaß und wir haben auch ein Ziel damit. Also wir wollen die Leute ja motivieren. Von daher ist es auf jeden Fall wert. Perfekt. Ja, ich glaube, ich persönlich wäre stark gefährdet, mich dann von den Klicks abhängig zu machen, wenn ich das machen würde. Ja, ich glaube, das ist schon so eine Gefahr auf jeden Fall. Und uns ist ja auch wichtig, dass wir Aufrufe kriegen irgendwie, weil es ja unser Job ist. Und weil wir auch Angestellte haben, die wir bezahlen müssen und so. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt unser Selbstwertgefühl irgendwie so darauf bauen. War vielleicht am Anfang so, aber es hat sich dann echt verändert für uns, glaube ich. Okay, Leute, wir müssen weitermachen. Hey Leute, ich gebe euch heute einen Einblick ins Studio. Heute sind voll coole Gäste da, darf ich mal? Und zwar der Philipp und den Johannes, das sind die Real Life Guys. Richtig geile Videos, müsst ihr euch unbedingt anschauen. Mali, wir müssen weitermachen. Okay, sorry Leute, ich muss aufhören, es geht weiter. Also, bis zum nächsten Mal, ich liebe euch. Gut, alles auf Position, damit wir weitermachen können. Ton? Läuft! Kamera? Läuft. Und bitte. Jetzt haben wir hier natürlich die beiden absoluten Do-it-yourself-Profis. Da sind wir ja mal gespannt, ob ihr es auch ohne Schweißgerät und Badewanne hinkriegt, irgendwas zusammenzubasteln. Und zwar mit Duplo. In euren Videos bastelt ihr meistens mit vielen Freunden zusammen. Heute machen wir das nur zu zweit und zwar als Challenge. Nämlich die Real-Life-Guys gegen die Real-Life-Girls. Beide Teams bekommen die gleiche Anzahl an Bausteinen. Eure Aufgabe ist es, eine möglichst hohe und funktionierende Murmelbahn zu bauen. Funktionierend heißt, ihr habt diesen süßen kleinen Ball hier durch, oben rein und da wieder auffangen. Habt ihr verstanden? Ja. Dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los! Wow, das sieht ja schon mal wirklich überwältigend aus und deutlich höher bei den Jungs. Aber wer gewonnen hat, sehen wir jetzt. Denn die zweite Bedingung war, um zu gewinnen, es muss funktionieren. Also, jeder hat jetzt von euch drei Versuche, damit die Murmelbahn klappt. Ihr dürft nicht mehr bauen, maximal ein bisschen justieren, also keine Steine mehr anheben. Und wir werden beginnen mit den Mädels, oder? Seid ihr soweit? Ich hoffe es. Na dann, der erste Versuch. Okay. Und? Okay, wir geben noch einen Versuch. Er muss schon reinkommen. Okay, schade. Ihr dürft jetzt was machen, was ihr... Okay. Okay. Also, das zählt. Das stand ja davor schon. Ja. Ist das für euch justiert genug? Ja. Nächster Versuch. Okay, nächster Versuch. Schade, okay. Ah. Oh, shit. Okay. Aber das Ganze ist noch nicht vorbei. Jetzt muss es ja bei den Jungs funktionieren. Euer erster Versuch. Es ist deutlich höher. Mal sehen, ob es gleich zerbricht. Oh, oh, oh! Es ist zerbrochen. Immerhin getroffen. Mal sehen, ihr habt noch zwei Versuche. Okay. Okay. Nummer zwei. Und ab geht die Post. Ah. Ja. So Mädels, ihr habt es gesehen und ihr natürlich auch. Es bleibt alles beim Alten, die Real Life Guys sind natürlich die richtigen Stars. Herzlichen Glückwunsch. Verdient. Sehr gut. Glückwunsch. Ja, aber ob es mit dem Starsein so wichtig ist, darum geht's ja heute. Unsere Frage ist... Was denn Gott über Stars?
Um diese Frage zu beantworten, haben wir noch einen Gast eingeladen. Ja, genau. Wir alle kennen ihn schon seit vielen Jahren von den Freizeiten und Musicals bei WDL. Nämlich Alex! Ich fühle mich ganz geehrt, hier zu sein. Ich werde ja ganz rot hier. Vielen Dank, wie eh und je. Oh ja. Genau. Alex, du wirst uns jetzt gleich ein wenig darüber erzählen, was Gott über Stars denkt. Ja, das mache ich gerne doch. Na, da sind wir mal gespannt. Na, ja, das darfst du auch, Fall. Das dürft ihr auch zu Hause. Dann würde ich sagen, wir kommen direkt zu unserer hammergeniale Bibelmassage. Was denkt Gott über Stars? Naja, um rauszufinden, wie Gott denkt oder was er denkt über uns Menschen, da müssen wir in die Bibel reingucken. Ich habe hier mal zufällig meine. Da drin steht nämlich, wer Gott ist und was er denkt. Stars. Stars sind doch eigentlich ganz normale Menschen wie du und ich auch, oder? Naja, schon ein kleiner Unterschied, denn ja, sie sind ja irgendwie bekannt. Jeder kennt sie, jeder himmelt sie an. Ja, sie sind irgendwie besonders. Naja, und stimmt ja auch. Viele Stars können ja auch etwas besonders gut. Ja, gut schauspielern, tanzen, singen, Fußball. Ich möchte euch heute mal einen Mann aus der Bibel vorstellen, den ich besonders cool finde. Nämlich Simon Petrus. Und wisst ihr was? Simon Petrus, der war so ein richtiger Normalo. So wie du und ich. Zu der Zeit, als er lebte, da hat er nicht bei Israel sucht den Superstar mitgemacht oder so irgendwas, sondern er war ein ganz normaler Fischer am See Genezareth. Eines Nachts, beziehungsweise eines Morgens, nachdem er die ganze Nacht gefischt hatte, passierte Folgendes. Simon Petrus. Ich? Ja? Willst du mich bitte auf den See fahren? Ja, natürlich, ja. Komm mit. Simon Petrus, wirf deine Netze aus. Was? Jetzt? Am helllichten Tag? Das ergibt doch keinen Sinn her. Wir haben die ganze Nacht gefischt und keinen einzigen Fisch gefangen. Ich weiß. Aber wenn du es sagst, dann will ich es tun. Ich werde die Netze auswerfen. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, so dass sie beinahe sanken. Da ging's ja richtig ab, oder? Petrus macht den Fischfang seines Lebens. Hammer! Und dann sagt Petrus zu Jesus: Geh weg! Hat der so noch alle? Das war doch mega, so viele Fische wie noch nie. Das lag einfach nah dran, dass Petrus plötzlich gemerkt hat, wer da vor ihm steht, nämlich Gott selbst. Und Petrus dachte, Gott, du kannst mit mir nichts zu tun haben. Ich bin ein Sünder, ich bin ein schlechter Mensch, ich bin überhaupt nichts Besonderes. Und was macht Jesus? Er sagt, Petrus, recht hast du, mit dir kann ich nichts anfangen. Natürlich nicht. Er sagt, doch Petrus, komm, ab jetzt wirst du Menschenfischer sein. Menschenfischen. Das heißt, du wirst Menschen für mich begeistern, für Gott begeistern, ihnen etwas Gutes tun. Also, was denkt Gott über Stars? Ich glaube, das ist ganz einfach. Gott liebt Stars, weil sie einzigartig und wertvoll sind. Und was denkt Gott über Normalos, über normale Fischer, er liebt sie, weil sie einzigartig und wertvoll sind. Da macht Gott keinen Unterschied. Vielen Dank, Alex. Wirklich super Message. Gerne doch.
Ja, es kommt nicht darauf an, ein Star zu sein. Ja, es kommt nicht darauf an, ein Star zu sein. Das sagt übrigens die Richtige. Was soll das denn jetzt? Kat! Was macht ihr denn da? Es kommt nicht darauf an, ein Star zu sein. Hä, bei dir kommt's doch voll drauf an. Hä, das stimmt doch gar nicht. Du spinnst doch. Hey, Mädels, jetzt. Ey, was ist denn los? Hört doch mal auf. Aber ihr könnt doch nicht einfach die Aufzeichnung unterbrechen. Hallo? Das wäre jetzt wohl nicht meine Schuld. Ey, wir haben keine Zeit für sowas. Wir müssen weitermachen. Ja. Alles gut? Gut. Wir gehen nochmal auf Anfang. Achtung, Ton. Läuft. Kamera. Und bitte. Super, Alex, wirklich. Vielen Dank. Mega Message. Gerne ja, doch. Schon krass. Es kommt nicht darauf an, ein Star zu sein. Genau. Gott ist jeder Mensch wichtig. Aber es gibt auch Leute, die vergessen das. Sie suchten voll nach Aufmerksamkeit und Likes. Oder es gibt Leute, die voll eifersüchtig werden, weil sie keine Aufmerksamkeit bekommen. Kat! Mann, ey. Mann, Leute, das steht doch gar nicht im Skript. Mir reicht's. Das muss ich mir nicht weiter bieten lassen. Ja, mir reicht's langsam auch. Mann, Clara, jetzt komm doch mal runter. Soll ich kurz nach ihr gucken gehen? Ja, geh eben mal nach. Wir machen 10 Minuten Pause. Ich brauche einen Kaffee. Sollen wir mitkommen? Vielleicht ja, ich glaube, das wäre ganz gut. Clara, warum hast du nur gerade Marlin so angepumpt? Ach, die hat doch nur noch ihr blödes YouTube und Insta im Kopf. Warum ist ihr das so wichtig? Na, weil sie Anerkennung will. Ja, aber Anerkennung zu wollen ist doch völlig normal. Ich aber doch nicht so. Aha, und warum nicht? Ja, sie macht sich doch voll davon abhängig. Ich meine, wenn sie nicht genügend Likes hat, dann ist sie total traurig. Und sie ist voll darauf fixiert. Ja gut, darüber kann man schon mal nachdenken. Aber ganz ehrlich, mir geht das ähnlich. Was? Naja, ich find's auch total cool, hier zu sein. Und ich freue mich natürlich auch voll darüber, wenn Leute mir sagen, dass ich's gut gemacht habe. Ja, aber du läufst nicht die ganze Zeit mit dem Handy rum und erzählst jedem davon. Ja, das nicht, aber ich freue mich trotzdem über die Anerkennung. Ja. Clara, ich find's echt cool, dass du dir über Marlin Gedanken machst. Ich finde, du solltest einfach mal mit ihr drüber reden. Das habe ich aber schon tausendmal versucht. Aha, indem du sie anmotzt und vor allen anderen bloßstellst? Mann, ihr seid doch Freundinnen. Und manchmal ist es so, dass man sich einfach in Dinge verrennt. Und dann ist es gut, wenn man jemanden hat. Ja, keine Ahnung. Hey, Marlin, was war denn los? Clara spinnt doch. Die checkt einfach nicht, dass ich gerne ab und zu was poste. Ab und zu? Wow, fängst du jetzt auch schon damit an? Mensch, Marlin, du erzählst uns schon wirklich immer, wenn du irgendein Bild postest oder du Likes kriegst. Und du likest sogar deine eigenen Bilder. Ja und? Wenn die das machen, ist es okay. Aber bei mir dann nicht, oder was? Aber da ist es doch auch irgendwie was anderes. Was ist daran bitte schön anders? Ja, wir müssen natürlich auch immer irgendwie Stories posten. Aber ich finde es schon was anderes, weil es für uns ja auch so ein Job ist einfach. Es wäre voll mein Traum, irgendwann davon leben zu können. Ja, ich glaube, dass es auch echt so ein Traum ist, den wir leider leben können, dass wir auch davon, von den ganzen Videos, den ganzen Tag machen können. Aber trotzdem finde ich es voll wichtig, dass das nicht so das Selbstwertgefühl man darauf aufbaut und dass die Laune auch so von den Klicks und den Likes abhängt. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist echt, dass du dich nicht so definierst über die Klicks oder über die Likes und nicht so deine Identität darauf baust. Weil ich glaube, Gott sind echt diese ganzen Klicks und Likes und Abos und dem ziemlich egal. Und der interessiert sich echt für dich, so wie du bist. Und du bist ihm, glaube ich, unglaublich viel wert, unabhängig davon. Ja, eigentlich weiß ich das ja auch. Danke. Hey, und guck mal, so schlimm bist du gar nicht. Spinner. Oh, ich glaube, wir müssen auch wirklich mal wieder zurück ins Studio. Komm, lass uns gehen. Ach, und? Alles wieder gut? Ja, passt schon. Okay. Gut, Leute, alles auf Position. Wir beginnen. Mhm. So, bereit machen. Wir drehen 10, 21. Ton? Läuft. Kamera? Läuft. Und bitte. Vielen Dank, Alex. Wirklich super Message. Gerne ja, doch. Ja, schon krass. Es kommt nicht darauf an, ein Star zu sein.
Ja, Gott ist jeder Mensch wichtig. Was denkst du eigentlich darüber? Schreib uns doch mal an kidstv@wdl.de und sag uns deine Meinung. Aber bevor du das machst, musst du noch zwei Typen kennenlernen. Wen? Ah. Schluss, Titi, tu, Papa. WDL Kidstv, nice am Bienen. Schmeckt. Putze, Katze, Putze, Katze. Okay, let's go. Nee, das war zu ernst. Sonne und Esso. Hey, was geht? Wir sind SJ und Samu und die zwei in was? München. Wir sind heute in München. Wir sind in München. Und was machen wir? Wir haben was Geiles für euch vorbereitet. Wir drehen Street Prank. Weil wir sind heute Stars und Stars haben Autogrammkarten. Und wir checken aus, ob die Leute uns erkennen und ob die Selfies mit uns wollen. Yes, also komm mit, auf geht's. Hey, servus. Hi. Ich habe gesehen, dass du mich schon ein bisschen jetzt auch länger angeguckt hast, aber gar kein Problem, weil ich meine, ich bin ein bisschen auf Social Media aktiv. Willst du ein Selfie machen oder so? Selfie? Ja. Warum? Ja, ich meine, erkennst du mich nicht? Ja. Ach so, erkennst du mich nicht? Kenn ich. Ah, also willst du gar kein Selfie machen? Egal, egal. Ich kenn willst dich du? Schon nichts, aber willst du ein Foto mit mir, oder? Ja, aber du wolltest ja ein Foto mit mir machen, dachte ich. Okay. Ja? Ja, mach mal so peace in die Kamera auch. Das ist ja mein Markenzeichen, ja, kennst du ja. Ja, okay. Ja, perfekt. Hi. Willst du noch eine Autogrammkarte von mir? Weil ich meine, vielleicht sind die mal auch viel wert irgendwann. Also vielleicht kannst du die mitnehmen und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, ja? Also was soll ich machen? Soll ich mit, vor was? Ey, weil ich, oh, okay, ich dachte, du kennst mich doch. Du wolltest doch gerade von mir. Ich kenn dich nicht. Ach so, ja, kein... Ey, Fans sind immer ein bisschen schüchtern. Alles gut. Ey, danke. Ey, ich wünsche dir was. Ciao, mach's gut, mach's gut. Ciao. Ciao. Ich hab gesehen, ihr habt mich gerade. Neudeutsch. I saw you were looking at me, like you want to take a selfie. So I just came to you and you can you can have a card for me. For you. Are you a footballer or what? Are you a footballer or what? Yeah, yeah. Spanier? Sí, España. Sí, sí. Sí, muchas gracias. ¿Queréis hacer una foto o algo? Una fotito? Muy bien, muchas gracias, Hey, Kollege. Ich habe gesehen, dass du mich schon ein bisschen angeguckt hast. Hast du mich erkannt? Nein. Hast du mich nicht erkannt? Nein. Willst du ein Selfie machen oder so? Nein. Ach so, ey, kein Problem. Fans sind immer ein bisschen schüchtern am Anfang. Aber ich kann dir eine Autogrammkarte geben, wenn du willst. Was bitte schön. Das? Ey, ist eine Autogrammkarte von mir. Kannst du einfach aufheben? Ich meine, für Fans ist ja immer ganz cool, auch so eine Autogrammkarte zu haben. Okay. Ja? Sehr gut. Willst du vielleicht doch noch ein Selfie machen oder nicht mehr? Nein. Nicht mehr? Ich ja, auch gut. Ey, ja, schüchtern sein, kein Problem. Ah ja, dein Kollege kommt kurz, sehr gut. Er kennt dich. Hi. Hi. Ihr habt mich erkannt, habe ich gesehen. Nein. Ach so, ihr kennt mich gar nicht. Nein. Ja, dann war es vielleicht ein bisschen peinlich jetzt auch. Nein, alles gut. Kein alles Problem. Gut, ja, okay. Also wollt ihr kein Selfie mehr machen auch? Jawohl, ha? So wurden wir ein Selfie. Ja, okay, dann Selfie, ja, sehr gut. Ja, ich bin es schon ein bisschen gewöhnt, gut. Weil von Fans auch. Ja, servus. Komm, wir machen Peace in die Kamera. Gerne gemacht, ey. Für Fans bin ich immer da, kein Problem. Ey, ciao, mach gut. Ciao. Habt ihr mich nicht erkannt? Ach so, ich dachte, ihr wolltet ein Selfie oder so, weil das sah so aus, aber... Ah, okay. Ja, mir passiert es manchmal, weil ich bin ein bisschen auf Social Media aktiv und dann... Man vergisst es manchmal. Man kann auch manchmal schüchtern sein. Aber wollt ihr eine Autogrammkarte vielleicht? Ja? Doch, hier, bitteschön. Sehr gut. Ja? Und kein Selfie mehr? Also seid ihr gut ohne Selfie? Ja, ihr könnt es auch theoretisch auf Instagram posten und mich verlinken dann auch. Ja, ich bin es gewohnt, es passiert mir öfter. Ja, si.j0, also oder sj groß. Ey, danke, dass ihr gefragt habt auf jeden Fall. Also ich genieße langsam so auch das Star-Leben, ist richtig geil. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag hier, gell? Ciao, macht's gut, ciao, macht's gut. Ey, Esther, du warst auch einfach der bessere Star von uns zwei. Ich lasse da alles fallen, das war ja, einfach ja, lustig. War sehr gut. Ey, ja. Aber im Endeffekt, Leute, es ist egal, ob du ein Star bist absolut. Oder nicht. Absolut. Und außerdem sieht Samu auch einfach nicht gut genug dafür aus. Samu sind wir sieht mal besser ehrlich? Aus als SJ. Ja, ja, ja. Und die okay. Leute haben Angst, mit mir auf einem Bild zu sein. Hier du nämlich. Weil sie dann sehen, wie hübsch ich bin. Also damit zurück ins Studio.
Da seht ihr es. Gott, sind wirklich alle Menschen wichtig. Mhm. Sehr gut, das stimmt. Aber das wirklich zu verstehen, ist manchmal gar nicht so einfach. Hä, wie meinst du das? Wie meine ich das? Wisst ihr was? Ich versuche das Ganze mal zu erklären. Das Problem, was wir Menschen haben, ist, dass wir auf der einen Seite zwar wissen, dass Gott uns einzigartig und wertvoll gemacht hat, dass er uns liebt. Auf der anderen Seite machen wir uns dann doch immer wieder von der Meinung von anderen Menschen abhängig oder auch von der Meinung über uns selbst. Lass uns mal gucken, was Gott über dich denkt. Das kannst du im Psalm 139 nachlesen. Da hat ein König, nämlich König David, Folgendes geschrieben. Du hast alles in mir geschaffen. Du hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass ich so herrlich, du bist herrlich, und ausgezeichnet gemacht hast. Ausgezeichnet, hä? Wunderbar sind deine Werke. Wunderbar. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, was du über dich selbst denkst oder was andere Menschen über dich denken. Wichtig ist, dass du glaubst und vertraust, was Gott über dich denkt. Das ist nämlich die Wahrheit. Alex, voll cool. Danke. Wir sind schon fast am Ende unserer Sendung heute angekommen. Aber wir wollen jetzt testen, wie gut du zu Hause aufgepasst hast. Genau, dafür haben wir heute das ultimative Cut. Super. Cool. Sehr gut. Ich bin fertig, ne? Du bist fertig, genau. Yeah. Und wir machen auch ein paar Minuten Pause. Wir müssen umbauen fürs Buzzer-Quiz. Und ich brauche meinen Kaffee. Wo ist mein Kaffee? Marlin, kann ich kurz mit dir reden? Ja. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Okay. Es tut mir echt voll leid, dass ich dich vorhin so blöd behandelt habe wegen Insta und so. Ja, ist schon gut. Weißt du, ich mache mir da halt voll die Gedanken. Danke. Und ich glaube, du hast recht. Ich sollte wirklich ein bisschen weniger machen. Ja. Ich mag dich voll. Und mir ist es komplett egal, wie viele Likes du hast. Danke. Ich mag dich auch voll. Ist ja süß. Gruppenknuddeln? Lass mal, wenn dann nur Marlin. Aber ich darf's doch bestimmt schnell auf Insta posten. Wehe. Wenn, dann mach ich das. Gut. Das sieht doch schön aus, dann können wir weitermachen. Sehr gut. Ich teste mal. Jawohl. Dann bitte auf Position. Ja. Wir steigen ein beim Trenner. Und bereit machen. Und bitte. Wir spielen jetzt das ultimative Buzzer-Quiz. Ich habe 5 Fragen für euch vorbereitet. Und eure Aufgabe wird es sein, diese richtig zu beantworten. Wer am Ende des Spiels am meisten Fragen richtig hat, der hat gewonnen. Habt ihr noch Fragen? Nö. Ich habe jetzt 5. Die erste Frage. Wie viele Buchstaben hat das Wort Buzzer-Quiz? 10. Bist du sicher? Ganz sicher. Ganz sicher? Ganz sicher. 10? 10. Ohne Bindestrich? Ohne Bindestrich. Richtig. Zweite Frage. Was heißt Stern auf Englisch? Star. Richtig. Sehr gut. Was hast du in Englisch für eine Note? Eine 1. Wie heißen die Real-Life-Guys mit Namen? Johannes und Philipp. Richtig, sehr gut. Hast du sie irgendwann mal getroffen? Na ja, klar. 4. Wie heißen die beiden Männer, die Jesus als erstes zu den Jüngern beruft? Simon, Petrus und Andreas. Richtig, sehr gut. Also Simon, Petrus als einer, nicht, dass es dann 3 sind. Ja, stimmt, es sind ja 2, ne? Ja. Aber was kommt nach 3? 4. Und jetzt die 5. Frage. Was denkt Gott über Stars? Er liebt sie genauso, wie sie sind und es kommt nicht darauf an, ein Star zu sein. Und auch genau das ist richtig. Habt ihr gut aufgepasst, wer der Sieger ist? Der Sieger ist Clara! Ja, das Coole ist, Gott liebt jeden Menschen. Egal, ob man ein Star ist. Stimmt. Ja, und da habt ihr uns heute auch echt viel geholfen. Vielen Dank dafür und vielen Dank, dass ihr hier wart. Ja, mega, war voll cool mit euch. Und ich hoffe, dass ihr zu Hause auch ein bisschen was mitnehmen konntet. Und zwar, dass es schon wichtig ist, darauf zu achten, was man postet und vielleicht auch warum.
und dass ihr auch gelernt habt, dass es nicht auf Likes oder Klicks ankommt und dass euer Wert und eure Identität nicht davon abhängt, sondern dass Jesus euch genauso liebt, wie ihr seid. Wie gut, dass Jesus unser Helfer und Retter ist. Du siehst mich und kommst zu mir. Was ich suche, finde ich bei dir. Und du reißt mir deine Hand. Jesus, mein Retter, deine Liebe, sie ist so groß. Deine Gnade, sie lässt nie los. Du stehst mir treu zur Seite. Jesus, mein Helfer, du gehst mit mir durchs Leben. Es kann nichts Besseres geben, als mit dir zu gehen. Jesus ist mein Retter und er ist auch dein Retter. Cool, oder? Und wenn dir das Lied gefallen hat, dann kannst du es gerne runterladen. Tja, und für heute sind wir leider schon am Ende angekommen. Und mir ist heute bewusst geworden, dass ich mich nicht von meinen Likes oder von meinen Abonnenten abhängig machen sollte. Cool. Ich fand es mega gut, dass du heute dabei warst. Ja, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit deinen Freunden. Und wir haben ja auch vorhin noch das ultimative Buzzer-Quiz gespielt. Marlin, was wäre denn ein Verlierer ohne Bestrafung? Guck mal, jetzt machen wir dich zum richtigen Star. 3. Was ist das? 2. Lass dich überraschen. 1 und los! Also, das war unsere Sendung. Und dann ciao, bis zum nächsten Mal. Ihr sollt mich jetzt anziehen. Gleich. Und heute, hör auf mir die Bühne zu klauen, du hast immer die Bühne, jetzt bin ich dran. Wart mal ab, jetzt machen wir dich zum richtigen Star. Hier, guck mal da. Danke. Es geht los mit dem Trainer. Ich hab hier krassen Stoppschlag. Danke. Oh yeah. Guck mal, jetzt machen wir dich zum richtigen Star. Ich kann nicht.